Yo Leute, was geht ab? Es ist mal wieder Zeit für Bikepark. Heute sind wir in, wie heißt das, Olpe, Fahlenscheid, irgendwie sowas die Ecke. Bikepark kenne ich noch überhaupt nicht hier, soll aber ganz geil sein. Ich warte gerade noch auf Flo und Michi und dann geht's los. Viel Spaß. Kommen Sie! Ich komme! Ich hab so Bock zu fahren, ne? Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube auch. Flo hat nicht lange auf sich warten lassen und wir waren so heiß aufs Fahrradfahren, dass wir diesmal sogar fast zur geplanten Startzeit auf der Piste gewesen wären. Michi hat mir vor einiger Zeit mal erzählt, dass es sich langfristig lohnen würde, so entschleunigt zu leben wie eine Schildkröte. Und ich sag mal so, mittlerweile hat er den Bogen auf jeden Fall raus, wie das geht. Ja, schön, schnell. Schrauben Sie. Seid ihr so heiß oder was? Ja, Mann. Was denn jetzt? Voll der Platte. Michi hat einen Platten. Muss irgendwo ein Loch sein. Ich will Fahrrad fahren! Können wir kurz ein Wasserbad machen? Klar, haben wir Zeit. Jetzt ist wieder ganz. Also schraub dran, wir fahren los. Digga, da ist viel zu wenig Luft drin, sowieso. Als es dann irgendwann endlich losging, sind wir erstmal ein bisschen rumgerollt und haben uns alles angeschaut. Der Park ist zwar nicht besonders groß, dafür aber echt abwechslungsreich. Nicht so brutal, Florian! Nachdem Flo sich erstmal über ein paar größere Gaps geschossen hat, haben wir uns als nächstes eine Line angesehen, die ganz oben rechts vom Lift ziemlich unscheinbar startet, dann aber echt spaßig ist und unten sogar in zwei Road Gaps mündet. Ah! Wir waren inzwischen einigermaßen warm gefahren. Höchste Zeit also für einen ersten kleinen Crash, bei dem ich mir übrigens die Speiche gebrochen habe, die ich im letzten Video wieder erneuert habe. Oh! Warum ich, nachdem ich das Gap gekonnt gecased hatte, auch noch in den einzigen Baum reingesemmelt bin, der mir irgendwie im Sichtfeld war, weiß ich bis heute nicht. Aber alles halb so wild, dem Baum geht's gut. Ich bin da hinterher, aber zu langsam. Als nächstes haben wir uns dann an die Drops gemacht, die ziemlich cool als ganze Batterie aufgebaut sind, sodass man sich Stück für Stück an die Höhe rantasten kann. Selbe Geschwindigkeit wie gerade. Ja, mach. Und es klappt, ja? Ja. Fahr einfach einen Ticken schneller, ich meine, da kann nichts passieren. So, jetzt gucken wir uns einmal an, was der Flo vorher hier runtergesprungen ist. Das ist auf jeden Fall noch ein Punkt auf meiner To-Do, aber nicht für heute. Holy shit. Beim ziemlich großen Wallride weiter unten sah das ein bisschen anders aus. Und da ich bisher noch keinen einzigen Wallride gefahren bin, fand ich das Teil schon irgendwie seltsam. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie man da drauf fährt und nicht einfach wieder runterfällt. Aber irgendwie muss man ja mal anfangen, also habe ich das einfach ausprobiert und ja, irgendwie hat es dann auch funktioniert auf eine Art. Digga! Danach sind wir noch ein bisschen über die Flow- und Downhill-mäßigen Lines gerollt und haben ein paar Varianten ausprobiert.
Wow. So doof ist die gar nicht. Ja, voll. Die war schön. Ja, war voll cool. Der Tag ging irgendwie super schnell vorüber und plötzlich war es dann schon der letzte Lift, mit dem wir wieder nach oben gezuckelt sind. Wir haben die Abendstunden noch für eine kleine Trainingssession genutzt, bei der vor allem Michi mal wieder ordentlich Progress gemacht hat und am Ende sogar einen kleinen Step-Up geschafft hat. Ich muss echt sagen, auch wenn die Lines hier nicht besonders lang sind und es auch nicht wahnsinnig viele Lines gibt und der Schlepplift eher schleppend ist, unterm Strich macht mir der Park wahnsinnig viel Spaß. Einfach, weil er Herausforderungen bietet, abwechslungsreich ist und sich irgendwie einfach spaßig und verspielt fährt. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar Rechnungen offen und werde bald mal wieder vorbeischauen. Mich würde mal interessieren, was ihr von so kleinen Parks haltet. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps in die Richtung. Ich habe so langsam zwar wieder Bock auf schöne Singletrails durch coole Landschaften, aber die Saison ist ja noch lange nicht zu Ende und ein Trip in Bikepark geht eigentlich immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen, Leute. Ansonsten sehen wir uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.